Und wieder mal ein Blick auf unsere Chaotenabteilung hinter dem Tor. Da haben wir sie. Tuff ist durch, wenn er heute diesen Punkt hier holt. Und da gibt es auch einen verletzten Polizeibeamten. Man kann da nicht genug Respekt haben vor der Tätigkeit dieser Polizisten. Zielgerade. Der Regionalliga Süd keine allzu großen Überraschungen mehr bringt. Und dass der SV Waldhof Mannheim auf direktem Weg in die zweite Fußball-Bundesliga aufsteigen wird. Und die Offenbacher Kickers den Weg über die hängen lassen. Sie haben noch alle Chancen über die Relegation in die zweite Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Jetzt sehen wir hier auch ein paar Fußballfans. Und die freuen sich. Sie stehen zwar auch hinter dem Tor, aber es sind natürlich auch viele, viele Waldhof-Freunde, die den Fußball im Herzen tragen. Und wir hatten hier natürlich viele gesehen auf beiden Seiten. Frankfurt und Darmstadt sollen auch beteiligt sein. Das Potenzial an Fans, was heute hier zum Spiel gekommen ist, ist eine neue Dimension für die Offenbacher Polizei. Wir haben ja, wie Sie vielleicht wissen, schon auf dem Weg vom Bahnhof hier zum Stadion Probleme mit Mannheimer Fans gehabt, etwa 150, die provoziert haben und die Auseinandersetzung gesucht haben. Da kam es schon zum ersten Polizeieinsatz. Hier wurden die ersten Personen festgenommen. Auch während der Partie Festnahmen. Von einer eigentlich gesperrten Tribüne werden abgerissene Latten als Wurfgeschosse verwendet. Mehr als 300 Polizeibeamte versuchen, die gewaltbereiten Gruppen zu trennen. Auf den Reihen der Polizei gibt es Verletzte. Da aber hat die Polizei noch alle Hände voll zu tun, zumal nun auch die Offenbacher zunehmend die Gewalt provozieren. Nach mehreren Vorwarnungen kommt der Wasserwerfer zum Einsatz, die Bieberer Straße zum Schlachtfeld. In der Stadt brennen Mülltonnen, Autos werden demoliert. Das Spiel endete 0:0, für einige aber schien von Beginn